Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Schlacht auf Mordor Schlacht. Oh mein Gott. Schlacht des Krieges. Und ja, ihr seht schon, klicktechnisch ist kein Krieg hier. Oh, natürlich genau der falsch hingerichtet, aber logisch. Vielleicht der Riesen hinrichten. Okay, war eh. Leertaste unten durch. Da müssen wir immer aufpassen. Die sind nämlich immer mit Leertaste für sich. E. Dort haben wir die Folge eigentlich sehr versehen. Dann hinrichten wir dem mal hin. Ach, ach, das hat gar nicht erreicht. Okay. Was? Oh, was? Ein Drache? Okay. Wow. Scheiße, getroffen worden. Wow, ich kann gar nicht so schnell schießen mit dir. Okay, jetzt hab ich den hingerichtet. Okay, auch nicht schlecht. Eine Möglichkeit, ihm anzuweichen. Mal schauen, der Riese hat manchmal manchmal Leertaste. Okay, ich hab's süß, der Drache kommt wieder. Wo ist er? Das war ein perfekter Konter. Oh! Den konnte ich mal ausweichen. Das ging zu schnell jetzt. Wie viele kommen hier noch? Oh nee, jetzt haben die abgeblockt im Moment. Oh, ich bin fast tot. Ja, jetzt kommt der Drache noch. Ja, genau richtig. Ja, war klar. Jetzt bin ich tot. Ich schnall das nie. Warum kann ich da nicht anvisieren? Irgendwie, ich check das nicht. Darf ich nicht zu früh drücken oder was ist das Ding? Eben dieses Symbol kommt. Früher musste man mit der Maus da reingehen, aber ich habe geschwenkt, ich habe gar nichts gesehen. Ein bisschen komisch, das haben wir ganz kapiert. Ja gut, nochmal. Kann nur besser werden. Also 20er Treffer-Serie machen. So, den habe ich jetzt. Kann ich den versuchen hinzurichten? Okay. Oh, einen schon tot? Ach, krass. Ich bin ja wirklich schnell jetzt. Ich glaube, der Drache ist schon gelandet, oder? Ne, noch nicht gelandet. Oh, was? Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, dank dem ich den Move ausgeführt habe, wurde ich nicht getroffen. Okay, ich habe leider nicht getroffen. Soll ich jetzt vielleicht aufladen, wenn der Drache landet, dass ich dem gleich mit dem Hinrichtungsmove Schaden zufügen kann? Sogar sie irgendwie übrig zu bekommen. Die drängen sie direkt zurück. Die Frage ist, landet der Drache nur, wenn ich ihn treffe, am Kopf oder. Ich richte mal einen kurz hin hier. Okay. Meint sie sich gut aus? Okay. Boah, ich hab's gar nicht hingekriegt. Auszuweichen. Okay, den haben wir. Wo ist der Drache? Ich glaube, wir haben es gleich geschafft.
Der Drache. Okay, Speit, weg. Glück gehabt. Schauen, ob das reicht jetzt, wenn die Zeit noch läuft. 4, 3, 2, 1, 0. Auf so wie Zeitlupe jetzt. Jetzt ist die Zeit stillstand. Move hier. Okay, jetzt halt durch. Achso, die Stärke kommt jetzt. Okay, immer noch dasselbe. Okay. Oh. Hat er durchgeflogen? Ich dachte, er steht schon. Der Hexenkönig hat große Pläne mit dieser Stadt. Und ich habe Pläne mit dir. Ja, war ja klar, dass so einer kommen muss. Hat Armin welche Fake? Wissen wir was über den? Oh, nein, so nicht. Ah, gut, wir haben schon mal ihn einen Zügel gebraten. Okay, der schlägt um sich. Okay, der gibt mir Kopfnuss. Kann ich über ihn hinwegsteigen? So, nochmal eins auf die Rübe. Okay, das bringt nicht Kopfnuss her. Okay, das bringt auch nichts. Betäuben. Wilde betäuben. Ah, was? Kann ich ihn eins überbraten im Pfeil? Oh, wenn ich helfen würde. Ja, kann ich ihm. Okay. Leertaste ausweichen. Und wieder eins überbraten. Genau, so geht das eigentlich. Ich sehe mich locker von der Hand. Ach, ich liebe die Maus, die ist so leise. Ich denke, wir werden kaum was mitkriegen. Okay, ja, ja. Leertaste ausweichen, genau. Okay, Elmo 5. Boah, Krabi haben wir niedergezerrt. Oh, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Nochmal weg. Oh, achso, es war vorbei. Die Stadt ist verloren. Rette deine Leute. Zieht euch zurück. Die Stadt ist verloren. Okay, was haben wir hier gekämpft eigentlich? Du hast uns verraten. Ich tat es für dich, Idril, um dein Leben zu retten. Der Palantir ist bedeutungslos. Ich würde ganz Gondor opfern, um dich zu retten. Was ist mit unserem Volk? Unserer Ehre? Am Tod ist nichts ehrenhaft. Castamir! Dir geben, was du versprochen hast. Ich verlange nur eins. Die Freiheit meiner Tochter. Castamir, nein! Es steht dir frei, mit ihrem Volk zu sterben.
Idril! Nicht! Geh! Okay, wir müssen gegen die jetzt kämpfen. Dein Widerstand bröckelt. Du Scheiße. Warum sind so viele? Man muss auf so viele schauen, wegen Ausweichen. Boah, die kommen eigentlich angeflitzt. Ach scheiße, man muss echt den im Auge behalten. Gebrochen? Das heißt, gebrochen jetzt kann ich den jetzt über die. Okay. Ja, vielleicht schon, wer weiß. Der ist gebrochen jetzt. Okay, den haben wir. Du wurdest verstoßen. Ausweichen und Klinge. Und gebrochen. Verdammt, komm jetzt schon. Den habe ich jetzt, okay. Ist das Energie? Ich gebe Energie, okay. Wie ihr ausweichen wollt oder fliehen wollt. So, der wollte mich auch angreifen drüben gerade, aber. Ich habe seinen Kumpel angegriffen. Genau, wir haben dich. So. Und Hand abgehackt und vom Ring? Ja, das war die richtige Hand. Steh auf, Waldläufer! Oh, der sieht aber ganz komisch aus. Rote Augen. Wer ist das? Ihr werdet ihn nicht bekommen. Huh? Warum das denn? So ein Flug zu befreien oder wie? Ihr wurde wieder getötet.
den neuen Ring gefunden. Er ist bei der Spinne. Du hast mir gut gedient, Minas Morgul ist dein. Nun bring mir Celebrimbors Ring. Und was soll mit Kankra geschehen? Entsende die Nazgul. Sie alle. Oh ja, das klingt nach viel Ärger, würde ich mal sagen. Ja, ja. Na, du hast den Kampf in Nazgul irgendwie, auch wenn sie viel gebracht hat. Also, dass wir vielleicht noch leben, ja. Gibt es auch mächtige EP wahrscheinlich jetzt für die ganze Quest hier, oder? Bestimmt bin ich einen Fähigkeitspunkt mehr. Mal direkt zum Drachen aufsteigen wäre was. Es ist also wahr. Du hast mich getötet. Und dennoch lebst du. Wie fühlt sich das an, den Tod zu überlisten? Spürst du den Schmerz? Leidest du? Was ist mit der Stadt? Mit dem Palantir? Die Nazgul haben sich beides genommen. Sie gehören jetzt dem dunklen Herrscher. Ich habe versagt. Du musst weiterkämpfen. Sie trägt das Licht Galadriels. Wir können den Ring zurückholen. Euren Ringen haben wir all das zu verdanken, Elbenherr. Ihr könnt ihn sehen. Ich sehe ihn. Wer seid ihr? Ich bin die Klinge Galadriels. Seit wann lässt sich Galadriel mit Assassinen ein? Manchmal heiligt der Zweck die Mittel. Das solltet ihr doch am besten wissen. Erzähl mir mehr von diesem Ring. Mit ihm wollten wir Sauron bezwingen. Aber wir verloren ihn an Kankra. Die Nazgul werden die Macht des Rings spüren. Er darf Sauron nicht in die Hände fallen. Das Licht Galadriels gibt es Schweiz uns! Schweiz still! Mein Licht wird uns beschützen, doch ich gebe es niemals her. Wir müssen uns beeilen. Versuch, Schritt zu halten. Das Schlimme ist, die ganze Schlacht, wir haben nicht mal ein neues Item bekommen. Oh Mann. Komm, Waldläufer. Oh je, Folge, ich hasse solche Folgemissionen. Beschwer hast du! Oh, warte, da ist einer. Dann kommt er und tötet dich, ja. Ja, ich bin schneller als du! Was? Was? Wie? Wo? Sie dürfen den Ring nicht bekommen. Können die Nazgul die Macht Kankras brechen? Gemeinsam ist ihre Kraft immens. Ich geh mal weiter. Die Kugel lasse ich mal hinterher. Oh ne. Wir müssen den Ring bekommen. Kankra besitzt die Macht des neuen Rings. Daran musst du mich nicht erinnern. Denn so mächtig mein Ring auch ist, die Nazgul besitzen ihre eigenen. Okay. Unsere einzige Hoffnung ist das Licht Galadriel. Mal, das war's. Und es soll uns schützen. Doch nur meine Hand soll es führen. Habe ich wohl ihn einmal vergessen, oder? Mitzumählen. Ja. Aber schön, sie kam mit ihm her. Wie die alle hier wegrennen, echt, ey. Kann ich ihn einen Jetzt kommt hier keiner mehr. Da kommt was. Kann ich einen von denen übernehmen oder so?
Ich weiß nicht. Ich wollte zu Pfeilen kommen. Wir waren so viele Pfeile auf dem Weg. Und weiche nicht von meiner Seite. Ah, okay, einen Pfeil habe ich. Vier Pfeile gab die Spinne. Warum? Opfer müssen gebracht werden. Wieso jetzt? Nimm den Ring. Führe deine Armee. Dein Pfad wird sich dir zeigen. Der Ringgeist ist fort. Du musst diesen Ring zerstören. Er gehört jetzt uns. Ihr werdet eurem Ruf gerecht, Celebrimbor. Dieser Ring ist anders. Mit ihm können wir Sauron bezwingen. Ich richte Menschen, die im Bann dieser Ringe stehen. Du willst nicht enden wie sie. Wenn die Zeit gekommen ist, tue ich, was getan werden muss. Vielleicht. Du solltest von hier verschwinden. Die Ringgeister kehren wieder. Das tun sie immer. Wir werden uns wiedersehen. Ehrlich sagen, ich habe gedacht, wir müssen selber kämpfen. Ach, schau mal. Es gibt eine Schlachtkarte. Gut, wir werden jetzt auch gleich, sobald es möglich ist, auch die Folge dann beenden. Ich denke, den Ring brauchen wir, dass wir unsere eigene Ork-Armee jetzt auch befehligen können, um stationieren können und so weiter. Ja, wir haben schon ein paar im Gepäck, ja. Aber komm, bis jetzt nichts wirklich mit denen machen. Ich denke, das wird sich jetzt dann auch ändern, vermute ich jetzt mal. Hörst du das auch? Das ist der Wald von Karnen. Und für uns nicht von Belang. Talion. Wir brauchen eine Armee.
da. Dieses Lager ist voller Krieger. Unsere Krieger. Akt 2. Aufstieg zur Macht. So, Beherrschung. Erschaffe mit dem neuen Ring eine Armee, indem du Orks beherrschst. Halte linke Shift-Taste zum Schleichen gedrückt und drücke dann E, um ein Schleichbeherrschen deines Ziels. Halte außerhalb des Schleichmodus E zum Beherrschen des Orks gedrückt. Ja, das haben wir schon ab und zu gemacht, nur hat es noch nichts gewirkt bis jetzt. Jetzt auch genau im Verhör auf. Okay, alle Aufzählfähigkeiten beherrschen das Ziel jetzt auch, genau wie der Verhör eines Wurms. Okay. Gut, das heißt jetzt, deckt bleiben, genau. Aber jetzt mal soweit, so gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Mittelerde, Schatz des Krieges. Und dann wird eine Armee gebaut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.